Sie sind nicht der Lehrer vom Theaterkurs. Vielleicht bin ich der große böse Wolf. Dann sind Sie der Typ, der sich in der Nähe unseres Hauses rumgetrieben hat und der Moms Hund umgebracht hat? Der Hund von deiner Mom wurde umgebracht? Ja. Also ich habe wirklich nichts damit zu tun. Das ist ja ein Jammer. Ein verdammter Jammer. Das kann man wohl sagen. Was für eine Rasse war es denn? Ich weiß es nicht. Er war ein... Ich meine, er war ein Schmusehund und... Ein Schmusehund. Dann sind Sie es nicht gewesen? Aber selbstverständlich nicht. Okay. Ich könnte das gar nicht tun. Und was machen Sie hier auf der Bühne? Weißt du, ich wollte dich kennenlernen, um dir die Wahrheit zu sagen. Warum denn? Ich meine... Ich wollte sehen, wie du bist, wie du dich verhältst. Jetzt weiß ich, dass du ein netter Mensch bist. Wissen Sie, Sie wollen mir doch nicht wehtun, oder? Nein, ich will dir überhaupt nichts antun. Hier geschieht niemandem was, Daniel. Zwischen uns gibt es keinen Streit, nicht mal die Spur davon, nur die Suche nach Wahrheit. Ich meine, warst du mein Richter? Warst du erzürnt, als du mich beim Haschrauchen erwischt hast? Hm? Nein. Aber deine Eltern, die sind deine Richter. Sie sind voll des Zorns über dich, nicht wahr? Ja. Sie bestrafen dich für ihre Sünden. Was haben sie getan? Sie, meinte, Daddy hat dauernd geschrien und war sauer und meine Mom hat geweint und mein Dad hat gesagt, ich soll den Jeep stehen lassen. Na bitte, da haben wir es. Die bestrafen dich für ihre Sünden. Und das gefällt dir nicht. Das ist die richtige Einstellung. Aber dein Professor hat einen guten Rat für dich. Du solltest sie nicht verdammen und sie auch nicht verurteilen. Nein, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Wieso hassen Sie meinen Vater? Ich hasse ihn doch gar nicht. Oh nein, nein, ich bete für ihn. Ich bin hier, um ihm zu helfen. Ich meine, wir alle machen Fehler, Daniel. Du genauso wie ich. Aber wir geben sie wenigstens zu, nicht wahr? Ja. Aber dein Daddy tut das nicht. Jeder Mensch trägt den Widerschein der Hölle wie eine Art Glorienschein. Dein Daddy auch. Glaub mir, jeder Mensch muss durch die Hölle schreiten, um ins Paradies zu kommen. Weißt du, was das Paradies bedeutet? Nein. So viel wie Erlösung. Dein Daddy ist nicht glücklich, wirklich nicht. Und für deine Mom gilt dasselbe. Und weißt du was? Du bist auch nicht glücklich. Stimmt's? Nein, bin ich nicht. Du hast gestern Abend an mich gedacht, nicht wahr? Ja. Ja, das ist richtig. Ich weiß. Weißt du, ich glaube, ich habe eine Gefährtin gefunden. Eine Gefährtin auf dem langen Weg zum Licht. Hast du was dagegen, wenn ich meinen Arm um dich lege? Ist schon gut. Nein, ich habe nichts dagegen. Okay.
Thank you.